So, willkommen zurück zu einem neuen Part hier von Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Ja, mit dieser Szene startet der neue Tag, nämlich mit Victor, der uns mal wieder besucht am Morgen. Guten Morgen, Lucario. Entschuldige nochmal, ich weiß, es ist noch früh. Ich wollte mit dir über unser Weiterentwicklungsprojekt sprechen. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich würde gerne neue Läden im Dorf eröffnen. Dann könnten die Bürger sich mit Einkaufen vergnügen und es kommt mehr Leben nach Olivingen. Du könntest natürlich genauso dort einkaufen. Würdest du nicht gern modischer kleiden? Bitte? Würdest du dich nicht gern modischer kleiden? Danke. Auf dem Anschlagbrett im Olivinger... Entschuldigt, guckt ihn euch mal an mit seinem komischen Hut da und seinem Schnauzer. Also, auf dem Anschlagbrett im Olivinger Rathaus steht alles dazu. Also sieh bitte bald einmal nach. Sehr gerne, Victor. Ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, Lucario. Oh, zwei Szenen auf einmal. Ich habe eine wichtige Mitteilung für dich. Ich vergaß vorhin, es zu erwähnen, also wollte ich dir jetzt Bescheid geben. Weißt du, unsere alljährliche Eierjagd findet bald statt, um genau zu sein, in 3 Tagen. Ja, leider ging es dieses Mal nicht, dass es mit Ostern zusammenfällt, aufgrund von Corona, aber wir werden das einfach in 3 Tagen nachmachen. Nachholen. Oh, ich sollte das erklären. Die Eierjagd ist ein Fest von Olivingen. Wir versammeln uns und suchen Eier, die im ganzen Dorf versteckt sind. Du wirst sicher viel Spaß haben, wenn du mitmachst. Nun, das war's auch schon. Also vergiss nicht, das Fest beginnt in 3 Tagen. Ich hoffe, du freust dich schon genauso sehr wie wir. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Gott, heute hört's ja gar nicht auf. Das sind die Gnome. Ach. Da ist ja ein Mensch. Moment mal, du kannst mich sehen? Wow, das ist schon so lange her, dass uns ein Mensch sehen kann. Du heißt Lucario? Hallo, schön dich kennenzulernen. Hier treffen wir Erdgnome uns. In letzter Zeit hüpfen viel mehr von uns herum. Ist es dir zu verdanken, Lucario? Wegen dir ist unser kleines Dorf viel lebendiger geworden. Vielen Dank. Arbeitergnome, hast du bei der Arbeit schon mal merkwürdige kleine Kreaturen herumhüpfen sehen? Und es kam rechts oben eine kleine Münze, die so aussah wie Pikachu? Dabei handelt es sich um Arbeitergnome. Je mehr du davon findest, desto größer wird ihr Dorf. Hä? Lucario? Da du dir solche Mühe damit gibst, die anderen Erdgnome zu finden, habe ich eine Bitte an dich. Wenn du jemals unsere Hilfe brauchst, sag mir einfach Bescheid, okay? Wir werden unser Bestes geben. Sag Bescheid, wenn du zu deinem Hof zurück willst, dann schicke ich dich nach Hause. Entdeckergnom. Der Entdeckergnom bringt dich zum Hof zurück. Wenn du soweit bist. Er lebt ab jetzt bei dir, also gib ihm Bescheid, wenn du zum Dorf der Erdgnome oder zu anderen besonderen Orten gehen möchtest. Cool. Bis dahin kannst du unser kleines Dorf in Ruhe erforschen. Neuer Titel, das Dorf der Erdgnome. Cool. Hier ist so viel mehr los, seit du uns gefunden hast. Herzlichen Dank. Wir Erdgnome möchten alle gerne etwas für dich tun. Sag uns einfach, wen du für welche Arbeit brauchst, dann wird das gemacht.
Erdgnome verwalten. Die Arbeitergnome eilen zur Arbeit, sobald sie einen Anführer zugewiesen werden. Wenn du Glück hast, teilen die Gnome ihre Ausbeute am nächsten Tag mit dir. Wenn sie fertig sind, geben dir die Erdgnome ein paar Gnomenmünzen. Gnomenmünzen sind ganz besonders, du kannst sie gegen lauter tolles Zeug tauschen. Der Gnomenladen. Ach, das ist der alte. Die Erdgnome geben dir nicht nur etwas von ihrer Ausbeute ab, sondern schenken dir auch Gnomenmünzen. Die kannst du beim Chefgnom im Erdgnomendorf gegen Gegenstände tauschen. Cool. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das ist ja cool. So. Möchtest du deine Gnome verwalten? Ja. Okay, 26 habe ich gesammelt. Das ist der Arbeitergnome, verstehe. Und jetzt kann ich Stein, Gras oder Waldgnome. Finde ich ja Stein am besten. Oh, ist das schwierig mit der, hä? Mit der schwierig mit der Steuerung. Was ist das denn? Stecke ich mal überall 10 rein? 5, glaube ich, erstmal. 5. Und 5. Und 5. Obwohl Stein ist wichtig. Ich brauche 4. Da stecke ich, glaube ich, alle rein, oder? Lohnt es sich da jetzt was aufzuheben? Ich glaube erstmal nicht. Bestätigen. So. Bestätigen. Brauchst du noch etwas? Nein. So, okay, dann mal gucken, was die jetzt machen. Ah! Hilfe. Gott, du bist der Waldgnom. Heute habe ich nichts für dich. Ja, aber morgen hoffentlich. Gott, wer bist du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Flitzen die hier rum. Aber sieht cool gemacht aus. Heute habe ich nichts für dich. Okay, ja. Hier unten rennen noch... Ach, das sind die Grasgnome. Okay. Der hat natürlich auch nichts für mich. Ich verstehe. Hä? Kann ich hier mir ein bisschen was klauen? Schade. Kann ich hier noch... Nee, toll. Hä? Das haben sie schon. Wieso haben sie dann diese Kante... Ach so, dass die Gnome darauf laufen können. Aber ich nicht. Das ist doof. So, und du bist dieser komische Laden. Chefgnomen, hast du Gnomenmünzen? Bei mir kannst du sie für Gegenstände eintauschen. Keine Sorge, falls du ein Tier freilassen möchtest. Wir kümmern uns hier gut darum. Grüß dich, Lucario. Gnomladen. Okay, Mondtau. Taublume. Oregano wird beerbt. Okay, Süßkarte und Kokosnuss ist cool. Tier freilassen. Nein, ich möchte nichts freilassen. Gefundenes. Ich habe nichts Wichtiges gefunden. Okay. Oh, Kühe. Hallo, Kühe. So, da bin ich mal gespannt, was ich dann morgen hier kriege. Was ist hier unten? Bestimmt so ein Wassergnom, Fischgnom oder so. Kann ich hier angeln? Okay, geht auch nicht. Habe ich noch nicht genug gefischt, bestimmt. So, dann war es das jetzt. Möchtest du einen Gnom verwalten? Ja, ich habe gar keine mehr. Okay, dann zurück zum Hof. So, okay, hier steht der kleine Frechdachs. Da, ach, der Ventilator, wie cool. Der Sprinkler. Das ist ja cool gemacht. So, die anderen muss ich leider noch mit der Gießkanne. Oh. So, seid ihr schon fertig? Nein. Sehr schön. Nein. Ja.
So, ich muss unbedingt jetzt mehr anbauen. Mir fehlt echt Geld. Ich werde, glaube ich... Ah, jetzt ist er aus. Ja, klar, hat fertig gesprengt. Ich werde, glaube ich, jetzt präferieren, die Sprinkler zu bauen. Davon will ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Die können ja dann 8 auf einmal sprinklern. Ja, das will ich machen. So, Blume. Rein. Und düpp, düpp. Und düpp, düpp. Und habe ich nicht. Und jetzt. Tada. Düpp, düpp, düpp. Ah, ne, die Blume nehme ich mal wieder raus. Die will ich heute verschenken. Was anderes kann ich nicht machen. Aus Kohle kann ich auch nichts machen. Gut. Dann weg mit dir und weg mit dir und mein Eimer, dass meine Hühner es hier schön haben und mein, also mein eines Huhn und meine Kuh. Genau, dann muss ich auch in die Mine heute, aber zum Bürgermeister muss ich, also ins Rathaus mir das mal angucken, was der will. Damit der neue Laden kommt. So, Tick, geht es dir denn gut, mein Kleiner? Und Milka, wie geht es dir? Oh, Milka hat ein neues... einen neuen Stern bekommen. So. Ach, das sieht doch super aus. Grasend. So. Dann gehe ich kurz in die Mine und danach in die Stadt oder erst in die Stadt und dann in die Mine? Hm. Krass, viel Lehm. Achso, dann wollte ich mal gucken, wie das genau funktioniert. Okay, jetzt habe ich einfach Zement. Das ist ja cool. Nee. Wieso passt das denn in die Lagerkiste? Du kannst auch weg. Genau. Dann verkaufen wir dich mal. Obwohl, wenn ich heute noch in die Mine gehe, dann sollte ich vielleicht kochen. Gelbe Cremesuppe. Wow. Soll ich das mal ausprobieren? Eine, ja. Und eine. Cool. Und dann noch mein Spiegelei. Da-da-da. Begeisterter Koch. Dum-dum-dum-dum. Ach so, nehme ich da mal... Ach, was braucht der denn? Das ist so doof. Ich nehme mal ein paar Sachen mit, weil entweder... Die verkaufen ja ganz... ich sag's schon. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Lehm sollte ich auch noch mitnehmen. Quatsch. Wenn die Dorfbewohner wieder was brauchen da vom schwarzen Brett, dann habe ich es gleich dabei und kann es abgeben. Ist irgendwie doof, dass man das dabei haben muss, finde ich. Aber okay, ich könnte mir auch einen neuen Rucksack kaufen, dann hätte ich kein Problem mehr. Aber erstmal jetzt die Sprinkler und Samen, dass ich... Ach, die Münzen kann ich auch verkaufen, das wurde mir gesagt. Vielen Dank dafür. Ja, nehme ich mal das noch mit. Achso, eine wollte ich aber auf... Ich kann nicht anders. Eine muss ich aufbewahren. Einfach als, Ah ne, eine. Einfach, weiß nicht, als Notgroschen, wenn man es doch irgendwie braucht. Boah, 2300, super. Oh, dieser Sound ist so mega, ich liebe die neue Musik. Ich wünschte, die Eierjagd wäre schon heute. Ja, das stimmt. Die Eierjagd macht mir immer Lust auf Eiergerichte. Ich hätte zufälligerweise eins.
Ich hoffe, du freust dich auf die Eierjagd. Ja. Kennst du die Eierjagd? Ich habe gehört, sie wird bald stattfinden. Ich freue mich schon auf die Eierjagd. Okay, das kann ich geben. 5-mal Bauholz. Eisenbarre nicht und Stoff. Oh, wie soll ich einen Stoff herkriegen? 1-mal Zement kann ich herstellen. Hab ich dabei. Wie war das? Da. So. Also Bauholz. Liefer, du kannst keine anderen Sonderaufträge annehmen, wenn du diesen abschließt. Willst du wirklich... Was? Liefern. Und... Hä? Verstehe mal nicht genau, was es... Werde ich schon noch verstehen. So, Stein um Stein. Was kriege ich denn da für eine krasse Maschine? Annehmen. Okay, das war's auch schon. Oder ist das alles zum Annehmen? Ich verstehe es gar nicht. Ach, weil ich keinen Platz mehr habe, ne? Okay. Mal doch nicht so viel mitgenommen. Ach so. So. Abholen. Mit voller Hingabe. Was? Ich krieg ein Gesch... Ich krieg einen Ring? Oh Gott, ich habe gar nicht so viel Platz. Na, hol ich das mal auf, Cam. So. Und dann zischen wir... Bald ist es wieder Zeit für die Eierjagd. Der Bürgermeister ist deswegen total aus dem Häuschen. Hoffentlich beruhigt er sich wieder. Du Dämon. Hier eine Blume für dich. Okay, er mag das gar nicht, ne? Wieso gebe ich ihm auch immer Blumen? Aber irgendwie ist er cool. Foto. Vielleicht. Aber obwohl ich, glaube ich, auch. Na komm schon. Mach was Süßes. Naja. Steh einfach rum. Ist auch gut. So, was ist das hier für ein Schrein? Komisch, ich dachte, es wäre irgendwas mit den mit den Gnomen hätte das zu tun. Bist du da? Du magst doch bestimmt... Ja. Hallo. Oh, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich meine, mich zu erinnern, dass sich der Bürgermeister erwähnt hat. Ah, stimmt, du bist Lucario, du lebst auf diesem Hof, oder? Ich bin Ralf, der Waldranger hier. Schön, dich kennenzulernen. Was, ich habe wirklich noch nie mit ihm gesprochen? Traurig. Waldranger, kann ich mit dir essen? Schade. So. Waldranger. Jedermanns Liebling. Kommunikation ist aufgestiegen. Oh, ich liebe die neue Musik. Sie ist so geil. Was ist los? Bleib hier. Wenn die rennen, kann ich echt nicht. Wieso flitzen die denn überhaupt? Was ist das denn? Bleib stehen. Ha. Ich kann sie echt nicht ansprechen. Was ist los mit euch? Es wird bald wieder Zeit für die Eierjagd. Bist du bereit? Ja, ich habe schon immer
zwei dabei. Tourist muss ich nicht ansprechen. Habe ich schon angesprochen. So, das haben wir. Verarbeiten. Das ist ja doof. Wieso denn immer das? Wieso nimmt er immer das normale Holz und nicht das harte Holz? So, Mayonnaise-Fertiger. Barrenfertiger, cool. So, das. Die kann ich auch gleich verkaufen. Dab. Okay, die Milch hätte ich in den Kühlschrank packen sollen. So, dann nehmen wir dich mal. Abbau. Und stellen hier einen Barrenfertiger hin. Und stellen dich hier hin. Und stellen den Mayonnaise-Fertiger. Gott, hä? Wieso ist denn das auf einmal dazwischen? Abbauen, ja. So. Gut. Dann werde ich euch jetzt noch ein bisschen die Mine im Schnelldurchlauf rein geben, weil wir haben ja nur noch 3 Minuten. Werde ich euch den Rest des Tages ja der Mine in Schnelldurchlauf zeigen. Ich hatte das Gefühl, das hat ganz gut geklappt, deswegen mache ich es weiter. Weil mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Jetzt melde ich mich wieder aus dem Schnitt bei euch, weil ich das ganze Video jetzt in vierfacher Geschwindigkeit abspiele. Suche ja wieder ganz viel Eisenerz, um die Sprenger zu bauen. Und ja, hab dann auch gemerkt im Video, dass man eigentlich nur bei den großen Steinen oder bei den Erzadern tatsächlich Eisenerz findet. Bei den kleinen Steinen ist es eher so, dass ich da, ja, Steine finde. Und da weiß ich auch eigentlich immer noch nicht, für was ich die brauche, die ganzen Steine. Verkaufen lohnt sich nicht so viel. Ich glaube, ein Geld bringt ein Stein. Naja, werde ich dann schon irgendwie herausfinden. Genau, bin aber ganz erfolgreich, habe ich das Gefühl, mit dem ganzen Eisenerz, was ich ja die ganze Zeit jetzt schlage und finde. Arbeite mich auch bis zur Ebene 10 wieder vor, obwohl ich es sehr schade finde, dass da jetzt gar nichts mehr passiert, außer diese tolle Musik, die dann kommt. Ja, sodass ich jetzt auch, glaube ich, dann die kleinen Steine ja genau gar nicht mehr kaputt mache, weil da kommt ja eh bloß Stein raus. So, dann habe ich es geschafft. Und verlasse jetzt die Mine. Habe da noch 2 Steine gefunden, die ich jetzt kaputt mache. Dann, ja, habe ich erstmal festgestellt, dass meine Lagerkiste jetzt zu klein geworden ist. Ich brauche also eine neue. Produziere jetzt ganz viel Erz oder Eisenbarren. Und will dann eigentlich auch, ja, nachdem ich irgendwie, weiß ich gar nicht, was ich noch mache. Achso, in der Versandkiste alles gepackt habe. Will ich auch schlafen gehen, da fällt mir aber ein, dass ich Lins Geburtstag vergessen habe. Und ich habe ja noch die Suppe. Und da kommt diese Szene. Erinnert mich an Story of Seasons Trio of Towns, wo man mit dieser Hexe zu tun hat. Genau, dann gehe ich in den falschen Laden. Jetzt finde ich endlich Lin, gebe ihr auch ein Geschenk. Sie freut sich ganz toll. Ich spreche mit dem Opa. Und, ja, gehe dann nach Hause und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß beim selber spielen.